Hey Leute, Martin hier und willkommen zu Martins Labersonntag. Ja, frohe Ostern wünsche ich euch. Es ist Ostersonntag. Ostern. Ist schon eine komische Feiertagszeit, nicht wahr? Eigentlich ist das ja so ein eher christlicher Feiertag mit Jesus und so weiter und so fort, wovon ich ja persönlich, wie ihr mich, wenn ihr mich vielleicht kennt, nicht so viel von halte. Ich bin Atheist, das habe ich schon mehrmals in meinen Let's Plays und auch in meinen Videos mal angedeutet und gesagt. Und ich bin wirklich absolut 0% religiös, deswegen ist dieser Feiertag eigentlich nichts. Aber irgendwie wurde aus der ganzen Jesus-Wiederauferstehungssache und so eine Angelegenheit gemacht mit einem kleinen Hasen, der bunte Eier verteilt. Wo genau da irgendwie vielleicht ein Schreibfehler in der Bibel war oder so und das Ganze ein bisschen verschoben wurde, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wahrscheinlich hat das Ganze irgendwie einen komplett anderen Hintergrund und ich bin einfach nur bescheuert. Aber irgendwie hat sich das gewandelt und es geht um bunte Ostereier. Für mich persönlich ist die Ostereiersuche ja schon lange beendet. Also seit ich weiß nicht wie alt bin, habe ich keine Ostereier mehr gesucht. Ich habe zwar drei Neffen, die noch Ostereier suchen gehen, aber ich gehe da nie mit. Und aber ich gehe trotzdem hin, es ist gleich auch soweit. Da gehen wir hin, ein bisschen Kaffee und Kuchen und das war's eigentlich für uns mit Ostern, hier in diesem Haus zumindest. Ansonsten im Internet werden natürlich jetzt ganz viele Specials von irgendwelchen Leuten präsentiert werden, da bin ich mir sicher, was Easter Eggs angeht. Das ist immer ein Knaller zu Ostern, weil es natürlich auch passend ist, nicht wahr? Videospielbezogene Kanäle und so weiter und Seiten werden jetzt ganz viele Specials präsentieren zu Easter Eggs. Und ich habe mir gedacht, das ist natürlich passend. Das ist natürlich ganz, ganz passend. Deswegen habe ich auch eine News gepostet auf NutGames mit einem kleinen Easter Egg. Ihr könnt ja mal auf NutGames gehen und diese News lesen, wenn ihr wollt. Könnt generell mal gerne auf NutGames gehen. Ich wäre da sehr erfreut, wenn da so viele wie möglich von hier da auch rübergehen würden. Und ja, das ist eigentlich alles, was ich zu sagen habe zum Thema Ostern. Ansonsten war die Woche nicht spannend, nicht besonders spannend. Ich vermisse meinen Bro, ja. Alex, wenn du das hier noch siehst, heute oder morgen. Ich glaube, morgen ist er wieder da. Er ist nämlich schön nach Holland abgehauen übers Wochenende. Chillt sich da am Strand. Deswegen geht da auch nichts mit ihm dieses Wochenende. Aber ein bisschen was mit Familie machen und so, das ist schon ganz nice. Ansonsten habe ich wie gewohnt die Bree News aufgenommen am Freitag. Ich habe ein Manga-Review aufgenommen zum Manga Siren. Das hat leider kaum einer gesehen, was ich sehr schade finde. Aber mein Gott, also das ist so, das ist schon interessant zu beobachten. Also die Standardanzahl von Views nach einiger Zeit sind so 20 Views pro Video hier auf diesem Kanal. Ich würde natürlich mir wünschen, dass das ein bisschen mehr wird. Ich würde das hier gerne irgendwann auch tatsächlich, wie viele das erträumen, beruflich machen. Natürlich nicht alleine, weil das werde ich nie schaffen, alleine das so beruflich zu machen, aber so, dass das mir ein bisschen meinen Teil abdeckt, irgendwann, dass ich das, mein Hobby zum Beruf machen kann, generell. Wenn ich das jetzt diese Videos hier zum Beispiel für irgendeine Seite machen würde, das wäre zum Beispiel so ein Traum von mir. Aber das geht nicht, wenn Leute nur 20 Views auf meine Videos packen. Deswegen mache ich das zurzeit auch nur als Hobby. Insofern, ja, bleibt das auch dabei. Aber trotzdem merke ich dann, manche Videos kriegen nur, also das Siren Review hat jetzt nur 5 Views. Das ist dann wahrscheinlich entweder ein YouTube-Ding, das heißt, es geht unter, oder es interessieren sich halt kaum Leute für meine Meinung zu einem Manga. Ich werde es trotzdem weitermachen. Ich habe noch ein paar Anime- und Manga-Reviews im Petto. Und werde da auf jeden Fall am Ball bleiben, was das angeht. Und boah, worüber könnte ich heute noch reden? Ich glaube, heute wird es nicht viel zu reden geben. Ich will euch auch an den Feiertagen gar nicht so viel Zeit wegnehmen. Deswegen, eine Sache möchte ich aber noch loswerden. Morgen kommt die 6. Staffel von einer Cartoon-Serie, die ich abgöttisch liebe und euch einfach nur ans Herz legen will und empfehlen will, wenn ihr sie nicht schon längst kennt. What time is it? Adventure Time! Genau, ich möchte, dass ihr Adventure Time guckt. Und möchte es euch sehr empfehlen, denn es ist sehr, ja, es ist eine sehr bizarre Show. Also wirklich bizarr, vor allem die erste Folge. Man wird nichts erklärt. Man kriegt mit, dass die Charaktere Finn the Human und Jake the Dog heißen. Und der Rest ist einfach nur Wirrwarr und
nach und nach, in weiteren Folgen, lernt man die Welt aber wirklich kennen. Also auch wenn man sagt, ah, was ist das denn jetzt und das ist denn jetzt, man lernt sie kennen, aber es bleibt trotzdem total wir. Wenn ihr darauf steht, dann ist das genau das Richtige für euch. Aber es sind nicht nur random Episoden mit Wirrwarr, sondern es kommen ab und zu auch mal Episoden, die klatschen einfach ein bisschen was in eine Story rein. Und dann kriegst du auf einmal Emotionen mit, die du sonst nie hättest. Oder Plot-Twists, womit du nie gerechnet hättest. Und das in einer so wirren Cartoon-Show. Also, mein Gott, der Unwissende würde jetzt sagen, das ist eher wie SpongeBob. Nein, SpongeBob ist lange nicht so random wie Adventure Time. Und deswegen liebe ich Adventure Time mehr als SpongeBob. Ich mag auch SpongeBob, das möchte ich gar nicht sagen, was Cartoonserien angeht. Und was tolle Kinder-Cartoonserien angeht mit geiler Story und die überhaupt nicht wir sind, sondern einfach nur auf eine tolle Geschichte basieren, da kann ich euch Avatar empfehlen, das ist ganz klar. Aber Adventure Time ist einfach perfekt, so ein Mischmasch. Die Folgen sind alle nicht sehr lang. Und trotzdem wird sehr viel in diese Folgen reingesteckt, deswegen kann ich das eigentlich sehr empfehlen. Ja, das wollte ich eigentlich nur loswerden. Ich bin auch so ein bisschen kleines Kind innen drin noch geblieben. Darüber würde ich vielleicht ein andermal reden. Es gibt auch noch ein paar andere Serien, die jetzt nicht auch für Erwachsene ansprechend sind, die ich trotzdem noch gucke, aus reinem Interesse. Und die Außenstehende vielleicht ja, denken lassen, dass ich ziemlich kindisch bin, was auch der Fall ist. Insofern, da müssten wir vielleicht ein andermal drüber sprechen, aber nicht heute an diesem Ostersonntag. Ich wünsche euch also noch einen frohen Feiertag. Morgen ist ja auch noch einer, also frohe Feiertage, frohes Eiersuchen, verbringt viel Zeit mit Freunden und Familie und wir sehen uns dann demnächst wieder hier auf diesem Kanal. Macht's bis dahin gut und haut rein!